Laura, du hast eine interessante Geschichte. Was hast du gemacht? Ich bin in 2010 bin ich losgesegelt, um alleine um die Welt zu segeln. Und ich bin dann mit 16 Jahren in 2012 wieder angekommen. Ich habe immer auf ein Segelschiff gelebt und es war halt ein Traum, irgendwas, was ich wirklich gerne machen wollte. Warum wolltest du es unbedingt alleine machen? Es birgt ja auch Gefahren. Warum hast du nicht gesagt, ich mache es mit meinen Eltern oder mit Freunden oder mit anderen Familienmitgliedern zusammen? Irgendwie habe ich das auch immer gedacht. Also der Traum war schon, seit ich 8 bin, eigentlich da. Und da habe ich auch immer gedacht, mit Freunden oder irgendwie werde ich das mal machen. Meine Eltern mussten arbeiten und konnten nicht. Freunde durften nicht. Und dann habe ich gesagt, dann geh halt allein. Und warum sind diese Messen für dich besonders gut oder wichtig und schön? Weil ganz viele verschiedene Leute kommen her und hören zu. Das hat natürlich alles mit Reise zu tun, was ich getan habe. Bist du vielleicht auch Inspiration für andere, die das auch gerne dich als Vorbild sehen und fragen, wie geht das? Ich möchte das auch machen. Ja, ganz viel eigentlich habe ich das. Ja, selber finde ich das irgendwie immer schwierig, weil ich denke, ich finde das schön, aber ich habe das damals ja gar nicht so gesehen. Aber jetzt ist es toll, dass ich andere auch inspirieren kann, um ihre eigenen Träume zu erfüllen.